Während mir diese Dinge durch den Kopf gingen, sank Janko auf einer Lichtung unvermittelt auf die Knie und begann, mit beiden Händen im nassen Gras und Geäst zu wühlen. Ich beugte mich ratlos über ihn und fragte, wonach er suchte. »Wenn ich dir das erkläre«, nuschelte er, ohne aufzusehen, »machen wir uns strafbar.« »Natürlich«, dachte ich, »die Wälder haben Ohren, Judas-Ohren, Wolkenohren, und in der Dämmerung öffnen sich ihre Augen, nachtaktiv und großpupillig. Es war nur angemessen, sich beobachtet zu fühlen.« Vielleicht aber wollte Janko sich auch einfach nicht festlegen. Es gab eine lange, fast romantische Tradition des Verwechselns im Pilzesammler-Dasein, gelegentlich getrübt durch Deliria oder Brechdurchfall, aber das gehörte zum Kick. Und was wurde nicht schon alles aus Versehen gefunden? Dichtende Raupen, Flugabwehrraketen. Der Trick war, etwas mitzunehmen, nachdem man gar nicht gesucht hatte, beziehungsweise nach etwas zu suchen, ohne es finden zu wollen. Diese Pilzfreunde, dachte ich, sind ein undurchsichtiger Menschenschlag. Und Sie sehen das anders, hatte ich Seibold daraufhin gefragt, nicht mehr wirklich sicher, wovon wir eigentlich sprachen. Das komme, gab er kryptisch zurück, ganz und gar auf den Bannwald an. Aus einem Stück Holz, hatte mein Vater, dieser Holzenthusiast, einmal behauptet, ließe sich vieles herauslesen. Leider nur über die Vergangenheit, hatte ich dann zu bedenken gegeben, doch er widersprach meinem Einwand. Nichts, meinte er, sei vorhersehbarer als etwas, das wächst. Und mir wollte er erzählen, dass ich Trivia überhöhte? Es ging ja nicht bloß uns so, viele wurden still in der Nähe des Waldes, der sich bisweilen wie von selbst bedeutungsschwer auflud. Manche mochten ihn wild, während andere ihn gezähmt wissen wollten, und einige wünschten sich sogar die Wölfe zurück. Darüber konnte man in Streit geraten. Hier allerdings war es bei einer Meinungsverschiedenheit unter Nachbarn geblieben, einem kleinen Disput unter Freunden, einer Zerstreuung unter Witwern. Eine Grenze jedenfalls brauchte er, der Bannwald, denn eine Bannwelt wollte kein Mensch, das war Konsens. Seibold würde meinen Vater sichtlich vermissen, sie hatten dasselbe erlebt und ob sie nun darüber redeten oder nicht, sie kannten eine gemeinsame Sprache. Er tut das bloß deinetwegen, hatte Seibold schließlich gemurmelt. Joachim will das Haus und seinen Garten nicht zurücklassen, aber anscheinend glaubt er, dass er dir damit einen Gefallen tut. »Warum denken Sie das?«, fragte ich beklommen. »Er hat es mehr oder weniger deutlich so gesagt«, behauptete Seibold und jagte sich eine zweite Charge Tabak in die Nase. »Der Junge braucht einen Anker«, hat er gemeint. »Weißt du, was ich ihm geantwortet habe?« Seibold legte mir feixend die schwere Hand auf die Schulter. »Joachim«, habe ich gesagt, »wenn der Junge einen Anker braucht, soll er sich halt ein Boot kaufen.« Wieder fragte ich mich, ob Seibold sich doppelbödig ausdrückte oder nicht, ob er das Boot nur der Pointe wegen gewählt hatte oder ob mehr dahinter steckte, Ferne, Fähre, Widerfahrnis. Ich habe versucht, es ihm auszureden, weil ich davon überzeugt bin, dass er in einer kleinen Wohnung ohne Garten eingehen wird. Er wird doppelt so schnell altern, vor allem im Kopf, glaub mir das. Old man in a changing world. Denk an meine Worte. Die hard in a dying world. Janko kroch um einen Baumstamm herum, der am Rand der Lichtung verrottete, hielt die Nase dicht über der feuchten Erde, drückte den Kopf ins Gras, um in alle Ritzen sehen zu können, und roch, nachdem er das Morscheholz betastet hatte, an seinen Fingern. Irgendwo zwischen den umstehenden Bäumen brach ein Ast. Vom Waldrand war das Geschrei der Krähen zu hören. Ich blickte mich nervös um und schaltete meine Stirnlampe an. »Mach das scheiß Ding aus«, fauchte Janko. Missmutig gehorchte ich, fühlte mich ohnehin längst beobachtet, von wem oder was auch immer, und setzte mich auf den Baumstamm. Janko richtete sich schwungvoll auf, Grashalme klebten an seiner Schläfe und er hielt mir zwei langstielige Pilze mit spitz zulaufenden, feuchtschimmernden Kappen vor die Nase. »Endlich«, stieß er triumphierend hervor, fügte aber sogleich gedämpft hinzu, »reicht leider noch nicht.« »Wir müssen jetzt aber zurück«, drängte ich, »es wird sonst zu dunkel.« Janko warf sich abermals auf den Boden und stierte in die dunklen Aushöhlungen im morschen Holz, als könnten in der Zwischenzeit neue Pilze gewachsen sein. Zu dunkel wofür? Um Pilze zu suchen, dachte ich, oder wenigstens um sie zu finden, vor allem aber, um im Wald zu sein. Janko erhob sich, die Lippen missmutig zusammengepresst, und trottete weiter. Ich sträubte mich, ohne zu widersprechen, folgte ihm nur zögerlich, sah ich wirklich aus wie einer, der psychoaktive Pilze verzehrte. Ich wollte ihn doch bloß etwas fragen, seit ich Marks Video gesehen hatte, eigentlich sogar schon davor, schon als ich die Kassette aus dem Umschlag gezogen, dieses Relikt aus einer gar nicht so fernen Vergangenheit betrachtet und mich an der Unmittelbarkeit erfreut hatte,
mit der man es in den Schlitz des Videorekorders steckte und ganz ehrlich, im Grunde sogar schon davor, ich hatte Fragen, seit ich ihn kannte. Wozu ich mir diese 15 Jahre alte Dokumentation über eine Handvoll trauriger Franzosen hatte ansehen sollen, war mir indessen schleierhaft. Sie hatte mich deprimiert. Verzweifelte Menschen, gehetzt im nationalen Scheinwerferlicht, kluckten dort aufeinander wie schüchterne Kinder, kämpferisch zwar, aber in viel zu großen Kleidern, in völlig fremder Rolle. Sie war ihnen aufgedrängt worden, aber sie selbst konnten sich darin nicht ernst nehmen. Im Pulk taumelten sie durch die Straßen, vorbei an baufälligen Hütten, skandierten ungelenke Parolen, die einen nur zögerlich, die anderen einen Tick zu lange, und immer wieder wurde das Meer gezeigt, als einsame Weite oder mit trostlos dahindümpelnden Fischerbooten. Dann erfasste die Kamera ein kleines Mädchen, das mit seinen verkrampften Fingern das Ende eines Spruchbandes festhielt. Ihre großen und größer werdenden Malachitaugen, mit denen sie sich verwirrt nach Anleitung oder Halt umsah, verschlang die Kamera gierig zoomend und eine körperlose Stimme verkündete das Ende von Nordseele. Mit einem klickenden Geräusch wurde die Kassette ausgeworfen. Vom Bildrauschen betäubt, hatte ich minutenlang die Unversehrtheit meiner Wohnung bestaunt, wenngleich mit anderen Augen, seit ich wusste, dass meine Zeit als Mieter ablief. Sie erschien mir nun kleiner und es mangelte ihr, ungeachtet der spartanischen Einrichtung, an Charakter und Tiefe. Von jedem Punkt aus konnte man, sofern man die Türen geöffnet hielt, das Bücherregal sehen, da waren keine Winkel oder sinnfrei eingezogene Zwischenwände. In dieser Wohnung fristete man ein überraschungsarmes Dasein. Risse und Umbrüche aller Art zeichneten sich ab, aber der Augenblick war bleierne Langeweile. Wer würde sich daran festklammern? Andererseits fand man auf den meisten Videoportalen 10-stündige White-Noise-Sequenzen, weil Menschen ohne Fernseher das Bildrauschen vermissten, es beruhigend auf sie wirkte und angeblich sogar die Symptome von Tinnitus-Patienten linderte. Das Festhalten, das Zurückhaben wollen und als letzten Ausweg auch das Vermissen folgten einer eigenen Logik, einer offenkundig komplexeren als der bloße Wunsch, etwas zu besitzen, und ich ahnte, dass es sich in Frankreich nicht zuletzt darum drehen würde. Es hätte genügend Fotografen gegeben, deren Fähigkeiten und Eignung, die Sehnsucht nach dem Bildrauschen zu dokumentieren, ich besser einschätzen konnte, aber ich wollte mit jemandem reisen, der in Nordseele seine eigene Geschichte erzählen würde, anstatt bloß die meine zu bebildern. Janko verstand sich als Künstler, der die Erzählgewalt über alles beanspruchte, was er auf Film bannte. Vielleicht würde es ein Kampf werden, aber ich versprach mir Schattierungen davon. Und das war im Grunde genug, um ihn zu fragen. Dankeschön.